So, da sind wir auch schon wieder zurück im Exil quasi. Ne, banished, Exil, beziehungsweise verbannt. So, irgend sowas in die Richtung. Elf Students. Hey, ist wieder jemand erwachsen geworden. Ach, schön. Gerade just, wahrscheinlich gerade so irgendwie so eine Sekunde, bevor ich die Folge beendet habe. Die letzte. Freut mich. Achso, das ist der Blacksmith, der die ganze Zeit rumhämmert, ne? Wundert mich schon wieder. Holz haben wir wieder 200 knapp, das ist okay. Wir können hier hinten noch die Steine ein bisschen wegprügeln und hier hinten auch, hier hinten vor allem noch das Eisen aus dem Wald ein bisschen rausholen. Das Eisen und den Stein da, beziehungsweise die Steine, nee, natürlich. Das wäre mir noch ganz lieb, dass wieder ein Baum geknickt gerade. Könnten auch hier nochmal lang gehen mit dem Eisen und hier nochmal mit dem Stein. Dass wir da so ein bisschen noch, dass wir hier in dem Gebiet von denen nicht irgendwie Steine noch liegen haben, großartig, ne? Die können jetzt noch weg. Der Winter hat gerade erst angefangen. Da haben wir noch Zeit dafür. Da haben wir noch Zeit für Holz mit 185. Passt auch erstmal wieder. Hier wird schon wieder. Guck mal hier. Das ist ja schon wieder schön fleißig angepflanzt. Das passt so. Muss ich sagen, es ist so viel Wald eigentlich hier, ne? Das ist ja echt Wahnsinn. Eigentlich könnte man da noch eine Straße nach hinten machen. Und hier noch so ein Waldgebiet hin machen, oder? Ginge das? Mal gucken, wie weit ist das da? Ich markiere das mal mit dem Finger auf dem Display, was man eigentlich nicht machen sollte. Ne? Mit dem Finger irgendwie auf dem Monitor rumfuchteln. Soll man eigentlich nicht so machen. Okay, würde sich extrem überschneiden, natürlich. Weiß ich nicht, ob sich das lohnen würde, aber zur Zeit brauchen wir das eh erstmal nicht. Wir haben wieder 200 Holz, guck dir das an, ey. Die Steine da sind auch weggeprügelt, perfekt. Das Eisen machen sie auch gleich weg noch. Jawohl, ja, das passt so. So muss das. So muss das laufen, Freunde. Das nenne ich mal Arbeitsmoral. Jawohl. Hunting Cabin. 10.000 Food haben wir als Limit. 1.000 haben wir jetzt noch. Das ist natürlich nicht geil. Gerade mal Winter, nur noch 1.000. Na gut, 1.400. Wir hatten, da fehlen schon wieder 1.000. Ne? Ein bisschen mehr als 1.000 fehlt da schon wieder. Das Lager ist voll. Schön. 70%. 12%. Es füllt sich alles wieder. Das ist heftig. Wie viel wir einfach im Lager haben. Ne? 353 Eisen. 340 Steine. 200 Loks. Das ist der Wahnsinn. Muss man schon zugeben. Und wir hatten ja geplant mit der Kirche und dem ganzen Zeug, ja, dafür müssen wir erstmal hier noch eine Steinbrücke dann hinsetzen, natürlich. Ich weiß doch, da müssen wir erstmal hier noch so ein bisschen eine Steinbrücke hinsetzen, da. Wo ist die Steinbrücke? Da. Pam. Von mir aus können sie die auch gleich bauen, das ist mir eigentlich relativ pumpe. Da geht keine Straße hin, das ist natürlich auch nicht so geil. Na gut. Passt da eine hin? Da würde sie hinpassen. Okay, das heißt, wir setzen das Ganze mal eins nach eins weiter rüber hier gerade. Guck mal hier. Oder passt das da auch? Da passt es da wieder nicht. Das ist natürlich richtig beschissen gerade. Vielleicht suchen wir uns auch mal einen anderen Übergang tatsächlich komplett, ne? Guck mal hier, machen wir das erstmal alles weg. Zack, tschüss. Du dich auch. Wir suchen hier mal nach einem ganz komplett neuen Übergang irgendwie. Es muss auch irgendwo gerade hinzukriegen sein, oder? Ist natürlich blöd, ne? Muss man schon mal so sagen. Hier passen drei hin, da passt was hin, da passt was hin. Passt da wieder nichts hin, ne? Und da endet dann ja die Steinbrücke theoretisch wieder. Ist alles nicht so einfach, ist alles nicht so einfach. Passt da einfach nicht hin, das ist natürlich richtig beschissen, aber wir lassen es einfach mal so gerade. Zack, zack. Und hier noch, zack. So, das binden wir wieder an hier. Halt, hier. Nein, Mensch, was machst du denn da? Hallo. Manu. So. Kann ich die jetzt so setzen? Nee, ne? Da muss wieder diese eine Straße weg. Es ist irgendwie merkwürdig, dass das nicht geht, ne? Weil die Straße muss dann da im Endeffekt eh wieder hin, von daher. Pass auf, zack, zack, perfekt. Einmal hier Straße wieder hin, einmal da Straße wieder hin. Bam. Die pausieren wir trotzdem erstmal. Die bauen sie erstmal noch nicht, bitte. Okay, die müssten eh hier noch Steine und Eisen wegprügeln. Na jawohl, machen sie. Das ist natürlich super. Das gefällt mir gut. Wie sieht's aus? Oh, Alter, sammeln die. Guck dir das an.
1000. Ja, so knapp. 1000, 1500, 1600, 1700. Ja, so, das dürften so 2000 Nahrung sein, die wir gesammelt haben. Das ist natürlich krass. Ah, jetzt sind schon da die Steine an der Reihe, das heißt, da kommt noch ein bisschen was und dann ist gut. Oh, es ist Early Spring. Oh, es ist Early Spring. Nicht gut. Wir brauchen wieder ein paar Farmer. So, da haben wir wieder alle. Der Fehler passiert mir nicht nochmal. Das könnt ihr wissen. So, okay. Die sind wieder ein bisschen gewachsen, da wird auch dieses Jahr nichts dranhängen, glaube ich. Glaube ich nicht dran, dass er dieses Jahr wieder was dranhängen wird. Der kann wieder weg, das ist am Limit. Leben am Limit. Das kann auch weg, da haben wir 300 von, das passt. Also wir haben 290, 300 ist das Limit, das passt auch. Da können wir vielleicht doch zwei von denen wieder da reinstellen. Ist ja vielleicht nicht schlecht. Taylor brauchen wir auch erstmal nicht mehr, oder? Nö, 46 Klamotten, das reicht doch locker. Okay, Hunter, Fischer, Gatherer lasse ich mal drinne. Die lasse ich tatsächlich einfach mal so drinne. Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen. Das gibt's doch gar nicht. In diesem Spiel ist es 90% der Zeit am Regnen, oder? Das ist schlimm. So, 200 Lok, also 186 Loks, 348 Stein, 394 Eisen, 289 Feuerholz, keine Kohle, 56 Tools, 1500 Essen, 100 Medizin, 45 Klamotten, 2 Leder. Gesundheit sind 3,5 Herzen, Zufriedenheit sind 5 Herzen. Es ist 10 Grad und regnerisch. Das trifft sich doch gut. So, da wächst auch schon brav das ganze Zeug wieder vor sich hin. Das gefällt mir. So muss das laufen, Freunde. So muss das laufen. Das ist alles so, wie es sein soll. Ja. Das ist so, wie es laufen soll. Was will man da großartig noch sagen? Das ist alles wieder bewaldet, soweit. Das ist natürlich super. Es könnte mal noch jemand erwachsen werden gerade. Student 16. Student 16. 13 Student. 15. 16. 16. 16. 16. 11. Und 15. 5. Als Kind, okay. Das haut ja eigentlich so weit hin, ne? Kann ich mal gucken? Okay. Und du? Voll umständlich. Warum denn das? Die kann ja einfach hier die Straße lang gehen, hier rüber und fertig. Das ist hier. Zack, zack, zschupp. Komisch. Die Wegfindung ist vielleicht doch ein bisschen merkwürdig manchmal, wer weiß es nicht. Macht ja aber nichts. Ist eigentlich scheißegal, wie die laufen, muss ich sagen. Sonst heißt nur wieder, du redest das Spiel schlecht. Tue ich nicht. Ich wollte es nochmal anmerken. Meine Fresse. So, okay. Ist alles easy. Alles gut. So, 33, 23, 5. 13. 6 Kinder nur noch. Was ja nichts macht. Das heißt eigentlich nur, dass sie wieder ein paar Häuser bauen müssten. Das heißt, dass wir wieder ein bisschen mehr zum Futtern bräuchten, ne? Wenn wir noch ein paar Häuser bauen wollen, in der Wohnsiedlung hier so ein bisschen. Obwohl man da fast schon anfangen könnte, hier ein Haus zu bauen und hier langsam Felder anzulegen, ne? Ich weiß es nicht, weil hier ist halt der Gatherer dann, ne? So viel Platz haben wir hier nicht mehr. Da passen vielleicht noch 2-3 Häuser hin. Hier drüben ist ja genau dasselbe, da würden noch ein paar Häuser vielleicht hinpassen, aber würde ich die nicht unbedingt hinbauen wollen. Hier könnten vielleicht noch ein paar Häuser hinpassen, weiß ich nicht. Wir könnten ja vielleicht ein, zwei Steinhäuser bauen. Aber andererseits lohnt sich das wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Weil wir das dann eh nochmal alles umbauen. Höchstwahrscheinlich. Wir können ja hier noch ein Haus hinsetzen. Mal hier noch eins. Das gerade nicht, das ist dieses Merkwürdige. Das können wir mal hier hinten vielleicht noch hinsetzen. Warte. Das können wir so hier machen. Das dann vielleicht noch so. Würde er noch in so quer reinpassen? Nee, ne? Okay, dann würde man... Da hätte ich gerne ein anderes Haus. Ich sagte, da hätte ich gerne ein anderes Haus. Sag mal. Hallo. Nehmen wir mal das große zweistöckige, Freunde.
Wer ist mal damit? Nein, dieses komische will ich nicht. Das will ich auch gerade nicht. Nein. Nö. Nein. Ja, genau. Das da. Perfekt. Die pausieren wir aber trotzdem erstmal. Da müssen wir mal gucken, wie die Ernte ausfällt. Wenn wir da wieder 3000 Nahrung haben, würde ich sagen, okay, dann können wir mal wieder ein bisschen was abzwacken. Dass da wieder ein paar ausziehen können, neue Familien gründen können, dass da wieder ein paar Babys rankommen, ne? Das heißt, was dafür wieder sind, wenn wir wirklich knallenvollen Kornspeicher hätten. Hm. Ist nicht ganz so einfach wieder. Da hätten wir noch 1, 2, 3, 4, 5 neue Häuser. Das heißt, es könnten wieder 10 Familien sich gründen. 5 Familien, Entschuldigung. 5 Familien könnten sich gründen. Das heißt, es könnten aus den anderen Häusern könnten 10 Personen ausziehen. Sagen wir es mal so. Und das ist, das wäre okay. Das wäre okay. Den Hafen wollen wir da noch hinbauen, ne? Aber später. Wir müssen uns erstmal tatsächlich hier drauf konzentrieren. Handy. Mein Gott. Dieses Handy ist manchmal... Eigentlich müsste man das Lager noch um eins vergrößern, ne? Da ist hier wieder so ein Grünstreifen, so ein Blöder, den kein Mensch will. Müssen wir mal gucken. Vielleicht bauen wir da auch noch einen Kornspeicher hin, vielleicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lagertechnisch 200, 350, 400, 350, 1500, 100, 60, 8. Okay, es hat alles hin. 24 Grad und natürlich wieder Regen. Ist bestimmt schön schwül gerade. Solange es nicht so ein Unwetter wird wie gerade in Deutschland, also ist ja teilweise heftig, ne? Und ich muss sagen, man sieht das überall, ne? Diese Wassermassen, wo einfach Autos mitgerissen werden, irgendwelche Häuser teilweise wieder einstürzen und alles. Und dann gucke ich bei mir aus dem Fenster und denke, oh, es nieselt, weißt du? Also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass diese Mordsregenfälle Niesel sind oder so, aber es nieselt hier einfach nur bei uns. Rundrum säuft alles ab. Alles. Jena ist abgesoffen, Schmölln ist abgesoffen, die ganzen Orte drumherum sind irgendwie alle abgesoffen. Und hier nieselt. Oder es regnet mal eine halbe Stunde so ein bisschen, weißt du, wo man sagen könnte, okay, das ist so ein bisschen stärkerer Niesel eigentlich, so Nieselregen, weißt du. Hier ist einfach gar nichts. Hier bilden sich nicht mal richtig Pfützen, wenn es regnet, das gibt's gar nicht. Und rundherum säuft einfach alles ab. So 60%, 60%, 65%, 60%, 65%, 65%, das ist doch alles okay, Mensch, es ist Early Summer. Also ist es... Mai. Oder Juni? Warte mal. Dezember, Januar und Februar sind Winter. Ne? März, April, Mai, Frühling. Juni, Juli, August, Sommer. Okay, also Juni. Okay, Juni. Wenn ich jetzt richtig bin. Juni müsste es sein, ne? Oder? Das ist jetzt... Das ist halt peinlich, dass ich das aus dem Kopf weiß, ne? Oder war es November, Dezember, Januar, Winter, Februar... Ah, Februar dann Frühling schon? Ist Februar noch Winter oder ist das dann Frühling? Ich weiß es nicht. Voll peinlich, ne? Ist egal. Es ist früher Sommer. Ist gerade so Sommeranfang rum. Von daher, sucht euch das Datum selber aus. Von daher passt alles. Und die sind bei 75%, 70%, 75%, 78%, 81%, 81%. Das ist vollkommen okay. Es passt. Es ist so, wie es sein soll. Was macht ihr so? 700 haben die letzte Saison gefangen. Das ist natürlich krass. So, das sieht okay aus. Das sieht auch schon gut aus. Ja, das sieht auch schon gut aus. Alles logisch. So, da müssen noch ein bisschen Eisen und Stein weg dann. Es kommt dann aber nächsten Winter alles. Ich habe schon wieder vergessen, den Timer anzustellen. Ich Idiot. Ist egal, die Folgen werden sowieso keine 20 Minuten. Was soll's. Okay. Ja, ja, Stored Herbs reichen, glaube ich, 100, ne? Es müsste reichen. Ach, wir sind mit Loks am Limit. Warum sagt denn das keiner? Warte mal. Machen wir hier mal 500. Ist bei Eisen und so auch 500 das Limit? Ich weiß es gar nicht. Das könnte man hier irgendwo in einem direkten Fenster umstellen, ne? Hier.
Iron und Stone auch nur 200, sag mal. Wir haben das Doppelte im Lager davon, das gibt's gar nicht. Hier 500. 500, das Lager schön voll werden. Da müssten 300 erstmal reichen. Kohle 200 reichen. Textilien. Ah ne, das ist dann Leder und Wolle und sowas, ne? 100, das passt. Tools 50 ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Alkohol haben wir jetzt eh noch nicht. Den können wir auch erst später angehen. Ich glaube, aus Pflaumen kann er keinen Alkohol machen, ne? Da bräuchten wir, glaube ich, Walnüsse oder sowas, ne? Waren das Walnüsse? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, Walnüsse waren das, ne? Ich weiß gar nicht, ob da aus Pflaumen kann er, glaube ich, keinen Alkohol machen, ne? Wir können ja mal gucken. Warte mal. Wir gucken gerade mal. Taverne. So, doch, Pflaumen. Also, da kann es auch aus Pflaumen machen. Ah, okay. Das ist okay. Oder halt aus Bären von denen hier, ne? Das ginge auch. Ja, Taverne könnten wir später irgendwann mal bauen. Die würde ich vielleicht sogar hier hinsetzen wollen, wegen dem Blacksmith vielleicht, ne? Da würde ich die vielleicht hinsetzen wollen. Wenn das da passt. Da müssen wir halt noch eine Straße dran machen, dass sich halt trotzdem zwei breit bleibt, ne? Dass er nicht die Taverne da halt so reinragt, weil die ragt da so eins immer rein, ne? Ja, die jetzt drehen, guckt, die würde jetzt eins so in die Straße reinragen. Das ist immer so ein bisschen, Aber ich das lieber so machen. Und wir setzen einfach noch eine Straße hin. Da können wir die auch hier hinten hinsetzen. Aber das mit der Ecke gleich abschließen, das wäre vielleicht am sinnvollsten. Ich setze die da mal hin. Komm, mach mal. Rohstoff und so können sie halt schon mal hinschleppen, das ist gar nicht das Problem. Bauen können wir die. Wir werden ja eigentlich auch gleich bauen, ist eigentlich scheißegal. Sollen wir noch keinen einstellen? Weil einstellen müssen wir ja eigentlich erstmal keinen. Was das angeht. Weil 4,5 Sterne Zufriedenheit ist eigentlich okay. Gesundheit ist auch wieder 4 Herzen hoch. Das ist also eigentlich alles Knork, ist alles super. 100 Medizin haben wir immer noch eingelagert. Das passt wirklich. Das ist okay, ist vollkommen okay. Ja, die sammeln doch sehr gut, Freunde. Die haben schon wieder 600, 700, 800 knapp zusammen. Ist doch perfekt. Was will man denn mehr? Ach, guck mal, hier fangen sie auch schon wieder an mit Ernten. Das ist natürlich super. Das ist gerade mal Late Summer und die fangen wieder alle an zu ernten. Da sind wir bei 97%, da sind wir bei 9%. Die fangen also gleich an und die eigentlich auch. Da muss noch ein bisschen was wachsen, dann fangen die auch an. Das ist also alles super. 154 und mehr als die Hälfte ist noch da. Nochmal das Doppelte drauf. Ja, dürfte wieder ungefähr so 380 rum sein tatsächlich. Das müsste alles so sein wie letztes Jahr ungefähr von den Ernten her. Die Musik im Hintergrund ist wieder schön, gell? Ich mag das. Ich mag die Musik hier im Spiel. Die ist so, die passt einfach so, ne? 260, 280. Es könnte sogar mehr werden. 300, 326. Es könnte sogar ein bisschen mehr werden. Bin mir nicht sicher, aber es könnte vielleicht ein bisschen mehr werden. Aber es müsste eigentlich so ungefähr gleich bleiben. Weil es fällt ja nicht irgendwie anders bestellt oder so, weißt du? Und zu 100% fertig war es, also müsste es ungefähr wieder so 353. Ja, 380 wieder. Ja, wie letztes Jahr ungefähr. Zwei weniger. So, 450. 470, 500, das sind auch wieder so 560 rum, ja. Hier sind es auch wieder so, ja, 418 rum. Hier, oh, hier ist es tatsächlich viel mehr geworden, aber die waren ja letztes Jahr auch nicht richtig fertig, ne? Es ist ja fast das Doppelte. Ist natürlich schön. Das gefällt mir sehr. 300, ja, 400, das könnten auch so 420 sein, ja. Doch, also es haut hin von den Ernten her, das passt. Das passt alles, das ist alles so, wie es sein soll. Oh, da hängt auch was dran. Sehr gut. Da hängt auch was dran. Geil. Da hängt diesmal auch was dran. Das ist leer. Da kann Work aus. Hier auch. Da haben wir zweimal zu viel. Wir können hier auch einfach zwei machen und hier zwei machen. Dann passt das wieder. Perfekt. Da hängen jetzt die ersten Pflaumen dran. Das ist natürlich super. Das ist super. Wir hätten das auch alles zu einem Feld machen können, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, zack. 1, 2.
Dann müsste hier käme hier noch eine Reihe hin, ne? Eins, zwei. Ja, dann käme hier, wäre hier noch eine Reihe hingekommen. Das heißt, man hätte das alles zu einem Feld machen können. Gut, vielleicht noch eins breiter, dann würde nämlich hier noch ein Baum, noch eine Baumreihe hinkommen. Das können wir ja machen. Wir können ja das hier abernten und dann erstmal ein neues wieder hinsetzen. Andererseits können wir das einfach so lassen. Wir pflegen die eh nicht das Jahr über, wir ernten die dann einfach nur ab. So, wie sieht's hier aus? Ja, ist wie letztes Jahr, alles klar. Wir können aus. Zwei Farmer können weg. Da liegt wieder noch so ein Eimer rum, den müssten sie bitte noch mitnehmen. Ja, das dürfte auch wieder so hinhauen und das... Oh, das wird wieder deutlich mehr. Guck mal, 33% haben wir noch. 470 haben sie schon, das wird deutlich mehr. Das ist gut. So, hier ist auch Work weg. So, perfekt. Dann müssen die da hinten jetzt ihre Steine wegprügeln, ne? Jawohl, das Eisen ist schon weg, die Steine prügeln sie auch gerade wieder weg. Das ist sehr gut. So muss das. Oh, das wird viel mehr. Das könnten 600 werden. Das könnten sogar mehr als 600 werden. Okay, 560 werden. Das ist okay. Hier 471, das ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Auch das macht gar nichts. So, vier Farmer können wieder weg. Hier müssen wir halt nochmal, da müssen wir nochmal ernten, Freunde. Da müssen wir nochmal ernten. Die Pflaumen brauchen wir. Achso, Entschuldigung, Harvest natürlich an. Entschuldigung. Die hätten jetzt noch gepflegt, bis es 100% sind. Das hätten wir nicht mehr hingekriegt. So, wir müssen jetzt ernten, Freunde. Boah. Jetzt schon knapp 300 Ernte. Und da ist noch nicht viel weggekommen. Okay, doch, 42%, da ist schon einiges weggekommen. Es sind aber auch nicht so viele Bäume, ne? Ich meine, wenn es eine kleine Pflaumenernte ist, das Sauerspann ist fast voll. Oh, 4000 Essen. Oh, wir können die Häuser bauen. Ich habe gesagt, wenn wir so 3000 haben, können wir die Häuser bauen. Oh, das gefällt mir. 4400. Jo. Das gefällt mir. 216. 217. Ja. Das Ding ist fast voll. Ist natürlich schön. Ist aber auch wieder blöd, dass er halt jetzt glatt voll ist, ne? Guck mal hier, gerade mal zwei Bauarbeiter rein. Ihr könnt gleich mal an dem Haus tüfteln. Jawohl, die können das gleich mal hochziehen. Da ziehen wieder neue ein. Da kommt wieder ein bisschen Feuerholz weg. Da kommt wieder ein bisschen Futter weg. Alter. Nice. Richtig nice. Das gefällt mir. 216 immer noch. 217. 273. Alter, was sie aus den Bäumen rausziehen an Pflaumen, ist der Wahnsinn. Oh, jetzt wird's kalt. Jetzt dürfen die Pflaumen langsam kaputt gehen. Das ist fertig. Perfekt. Das heißt, hier kann Work auch aus. Das ist leer. Hier kann Work auch aus. Aber da steht halt noch so ein Kasten rum. Geil. 4000 Essen. Super. So, das Ding ist auch schon fertig zum Bau. Das können wir ja auch bauen. Ach, guck mal, es ist sogar genau 50% fertig. Geil. So, du bist fertig. Jawohl. Perfekt. Sofort wieder zwei neue eingezogen. Super. Super. So, da nehmen wir noch einen Arbeiter dazu. Die können noch das noch bauen. Ich würde sagen, wir bauen den Rest von den Häusern auch noch, oder? Ich würde sagen, wir gucken erstmal Haus für Haus und gucken mal, was die sich hier rausziehen alles. Dass wir mal gucken, dass wir... Ich würde gerne bei 3000 bleiben. So 3000 ist dann die Grenze, bei der ich dann doch gerne bleiben würde. Jetzt, wo wir halt 4000 haben, weißt du, da würden 1100 schon wieder fehlen. Das wäre schon wieder eine Menge. Wir müssen auch noch einen zweiten Storage-Bahn bauen, glaube ich, ne? Bevor es da doch zu eng wird. Wenn die nächste Ernte wieder so ausfällt, ist voll. Ja, wir können auch schon wieder ein paar neue Klamotten machen, ne? Aber ich glaube, Klamotten ist auch am Limit mittlerweile. Tools können wir noch craften. Also bauen lassen natürlich. Hier, komm. Oh, da wird die Brauerei fertig. Sehr gut. Die kann natürlich die Pflaumen und die Beeren rausziehen. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Das wäre nicht verkehrt. Die würde zwar mit den Pflaumen nicht so viel herstellen, denke ich. Weil halt die Pflaumenernte, ne, die ist halt nicht die, ne? So, wir können hier auch mal aus, Freunde. So, jetzt machen wir das an. So, perfekt. Oh, 36 Erwachsene, 9 Kinder, 9 Schulkinder, 3 Kinder.
Geil. Wir haben wieder ordentlich Erwachsene dazu gekriegt. Das ist sehr gut. Da können wir theoretisch noch ein paar Felder mehr, noch die Felder noch mehr bestellen, ne? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Gott, da auch immer überall 2. Das heißt, wir bräuchten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Felder weiter. Die müssten wir eigentlich locker hinkriegen. 16 von 36, alle Freunde. Ja, es sind genau 16, perfekt. So, das ist fertig. Du nimmst dich mal die Pflaumen und kannst dann mal gleich ein bisschen was abzwacken von. Noch sind welche da, da klaust du dir gleich mal welche, machst du mal ein bisschen Alkohol draus, dass die ein bisschen was zu saufen kriegen. Die Herrschaften. Beeren würde sich halt nicht lohnen, weil da halt doch nicht so viel rauskommen bei, ne? Beeren, ja 400. Das Problem ist auch, es sind halt 50 da, ne? Und aus 50 Beeren macht er, glaube ich, einen Alkohol. Also würde sich nicht so krass lohnen. Lohnt sich auch nicht bei den Pflaumen. Lohnt sich auch nicht wirklich bei den Pflaumen, aber wenigstens ein bisschen was, ne? Dass über den Winter vielleicht so ein bisschen Alkohol noch reinkommt. Wäre vielleicht nicht schlecht. Zur Not, wir bauen dann hier hinten noch Feldern alles. Und wahrscheinlich werden hier auch noch mal Felder hinkommen irgendwann. Da werden wir natürlich noch Weizen und Pflaumen und alles mögliche noch anbauen, dass da auch genug reinkommt. Da kann ja aus Weizen, aus Pflaumen, aus Birnen, aus Pfirsichen, aus Kirschen, aus Beeren und aus Äpfeln kann er ja Alkohol machen. Von daher... 100 Pflaumen hat er sich geholt. Alles klar. Und ist am fleißig am Alkohol brauen. Es wird da kein Bier sein, oder? Aus Pflaumen macht man da nicht Wein draus? Pflaumenwein? Ich weiß, gibt's Pflaumenwein? Ich weiß es gar nicht. Oder was macht man sonst aus Pflaumen? Likör. Schnaps. Pflaumenschnaps. So kleine Klopfer oder so kleine Klopfer oder so ein Zeug, weißt du? Ach ja, ach ja, ach ja. 30 hat er schon verarbeitet. Ach, aus 30 macht er 7 Alkohol. Ah, das ist ja, ach, das ist ja krass. Das ist heftig. Doch, das ist jetzt mehr als ich gedacht hätte. Aus 30 macht er 7. Das sind ja irgendwie 4,5 pro Fass. Kommt das hin? Ungefähr, ne? Das ist ja heftig. Ich hätte gedacht, der macht irgendwie aus 50 1 oder sowas, weißt du? Aber der macht ja... Oh, guck mal, der Alkohol ist sofort weg. Ohohoho. So, den können wir wieder wegtun. Die 50 Tools sind wir am Limit. Perfekt. Ja, 3000 Essen haben wir noch. Wir bauen noch ein Haus. Komm. Wir setzen dann noch ein Häuschen hin. Ist kein Problem. Da muss ja nur noch der Baum da weg. Das ist ja okay. Ja, da kloppt er gleich schon rum. Bitte nicht auf die Schule fällen, das wäre ganz lieb. Gott. Gut. 16 Loks, 8 Steine, das haben wir lock her. Wir haben immer noch nur 200 Loks. Mit 200 Loks sind wir doch ein bisschen wenig vielleicht. Weiß ich nicht. Ich wüsste aber nicht, wo wir jetzt noch was wegschlagen. Da haben wir jetzt schon so viel weggeschlagen eigentlich, ne? Na gut. 400 Eisen, 383 Steine immer noch, das passt ja eigentlich. Okay, ein Lok noch und dann geht's los da. Passt so. Wir können auch, komm, wir machen hier gleich zwei Häuser, da muss auch nur noch... Okay, der Baum muss weg und der Baum muss weg, alles klar. Bitte nicht aufs Haus fällen, Mädchen. Gott. Ah, perfekt. Also sofort zwei Bauarbeiter eingefunden, das ist natürlich schön. Da auch dann gleich. Da muss das eine Ding noch weg. 16 Loks, 8 Steine und dann kannst du auch losgehen. 6 Alkohol haben wir jetzt wieder auf Lager. Okay. Und 26 Leder. Oh, da ist Alkohol wieder weg. So, Klamotten haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und Leder haben wir auch noch 26. Von daher, das ist alles locker. Guck mal, mehr als letzte Saison gemacht. Sehr gut. Die hoffentlich auch. Nö, noch nicht. Ist aber erst Early Winter. Die haben also noch ein bisschen Zeit. Ich würde halt jetzt schon gerne gucken, dass wir an Schafe irgendwie kommen, ne? Aber die brauchen wir eigentlich noch gar nicht, ne? Da könnte man halt mit Wolle und Leder könnte man halt diese Superkleidung quasi machen. Aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Denke ich. Also ich denke, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Gut, wobei Leder halt eher Nässe abhält als Wärme.
Und das Schafzeug halt eben eher die Wärme als die Nässe, das ist klar. Und beides zusammen wird halt beides gut abhalten. Ja, weiß ich nicht. Gibt es dazu was zu lesen, sag mal? Ob das wirklich so ist, wie ich das die ganze Zeit hier erzähle eigentlich? Ich kann es gar nicht sagen. Wo bist du? Taylor. After gloves have been made, the tailor or general labor will pick up the gloves. Ja, ja, okay. Okay. Lederklamotten brauchen Leder, halten warm. Wollklamotten brauchen Wolle, halten warm. Warm coats, also diese warmen Klamotten. Leder und Wolle. Die sind logischerweise so warm wie die beiden zusammen. Logischerweise, weil das sind eigentlich die beiden zusammen. Und erlauben halt den Einwohnern länger in der Kälte draußen zu sein. Na gut, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass halt die Wolle nicht eher die Kälte abhält und halt bei Regen eher so Kälte hervorruft, weißt du, wenn das so nass ist und durchgeweicht und alles. Aber scheinbar nicht. Na gut. Alles klar. Ja, okay, wenn die Futtervariationen niedrig sind, kann man so einen Herbalisten halt, kann man so einen Herbalisten mit der Medizin halt nehmen, dass die da so ein bisschen so als Ausgleich quasi, weißt du? Aber wir müssen, wir haben ja Fleisch, wir haben Mais, wir haben Fisch und wir haben hier so Gemüse, weißt du? So ein bisschen gemüsemäßig. Onion, Zwiebeln und Wurzeln und das ganze Zeug und Beeren. Also auch noch ein bisschen Obst dazu. Das müsste eigentlich gut sein, oder nicht? Ich kann es nicht sagen. 3800 haben wir noch, das ist sehr gut. 37 Erwachsene, 8 Schulkinder, 4 Kinder. Wir bauen die beiden Dinger hier noch, komm. Zack und zack, die werden jetzt noch hochgezogen hier. Kein Problem, Digga. So, hier noch Straße lang ziehen. Zack. Und damit haben wir die erste Wohnsiedlung so ausgebaut, wie wir sie halt brauchen. So, da sind die Pflaumen auch schon leer, das heißt, du kannst erstmal Pause machen. Es wäre halt schön, wenn man sagen könnte, hier, ich habe jetzt zwar Pflaumen eingelagert, aber ihr nehmt da mal die Finger schön von weg und nehmt das nicht mit nach Hause, weil die brauchen wir für den Alkohol. Es wäre halt schön, wenn man das machen könnte. Aber das geht nicht. Das ist halt so ein bisschen, schade, ne? Ich würde halt gerne sagen, ey, Finger weg von den Pflaumen, die braucht unser Brauer, also unser Braumeister quasi. Aber das funktioniert halt nicht so. Wie viele freie Arbeiter habe ich eigentlich jetzt gerade? 16. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist schon krass. Das heißt, wir könnten das jetzt so lassen, wie es ist und hätten halt trotzdem noch genug Farmer dann für den Winter wieder. Für Frühling, Sommer und Herbst. Es ist auch Late Winter, von daher, die Bauarbeiter machen das Ding noch fertig und dann sind sie auch schon wieder weg und dann brauchen wir auch schon wieder eine neue Farmer wieder. Das ist ganz gut, wir haben jetzt 16 Farmer, wir haben jetzt die ganzen Felder bestellt, das heißt, es gibt jetzt noch größere Ernten, was gut ist. Wir können die eigentlich gleich mal schon hier schon wieder einstellen, was das angeht. Guck mal hier. Da fehlen jetzt noch 8 Steine. Ja, die wird da schon irgendwie so Beppo wieder hintragen, oder? Jawohl, da sind die 6 Steine gekommen. Und irgendwer wird da jetzt nur noch 2 Steine schon dahin schleppen, oder? Ansonsten macht es vielleicht so ein Bauarbeiter einfach mal jetzt noch die 2 Steine mitnehmen. Das wird ja wohl nicht so viel verlangt sein. Ah, guck mal, da kommt schon einer mit den 2 Steinen angelatscht. Perfekt. Jawohl, das passt. Da können wir 2 hier wieder wegtun. Können hier mal einen reinstecken. Blacksmith passt. Klamotten können wir wieder ein paar machen. Klamotten. So, und die 2 Bauarbeiter können dann ja auch wieder weg, wenn das hier noch fertig ist. Und das ist ja gleich fertig. Und die Häuser sind auch alle wieder schön belegt. Das heißt, wir machen nichts verkehrt. Es könnten sogar noch welche... Hier könnte wieder jemand ausziehen. Wir könnten also noch... Da könnten 1, 2, 3 schon wieder ausziehen. Wir können also noch... Da kann hier jemand ausziehen. Wir können also schon noch ein paar Häuser bauen eigentlich. Das ist ganz gut. Das ist immer gut. Lieber, man hat vielleicht ein paar volle Häuser, als dann leerstehende Häuser. Das ist schon nicht schlecht. Und ich will halt nicht, dass die Bevölkerung jetzt zu sehr explodiert und wir dann Probleme kriegen mit dem Essen. Obwohl wir jetzt 4000 haben, von daher. Wir müssen echt noch einen Storage-Bahn bauen, Leute.
Wir müssen echt noch so ein Ding irgendwo hin, irgendwo jetzt hinzimmern. Das geht nicht anders. Können wir nicht anders machen gerade. Wir können ihn natürlich hier hinziehen, ne? Wenn wir den da hin machen, passt da so ein Weg hin. Ja, passt. Perfekt. Wir brauchen vielleicht doch mal noch ein paar freie Arbeiter. Okay, es ist Early Spring. Jetzt hat sich das mit den freien Arbeitern gerade erledigt. Oh, die machen das. Guck mal hier. Die machen das noch. Perfekt. Jawoll. Da haben sie noch ein bisschen weggemacht. Du machst doch den Baum weg. Das passt doch. Die Bauarbeiter. Gut, wir haben jetzt keine. Wir haben jetzt zwei freie Arbeiter. Okay. Die werden jetzt die Dinger noch wegschleppen. Den einen Baum werden sie jetzt auch noch fällen, wenn sie den Farmer jetzt noch macht. Und dann kann man die zwei freien Arbeiter wieder als Bauarbeiter nehmen. Dann ziehen die das Ding noch hoch. Weil wir brauchen das. Guck mal, wir haben 3800 Essen. Das Ding ist so 90% fast voll. Wir brauchen jetzt noch so ein Ding. Das bringt nichts. Das ist schon gut. Wenn wir jetzt noch einen zweiten Storage-Bahn brauchen, weil der erste voll ist, das ist perfekt. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. 84% voll, 83% voll, das macht nichts. Wenn die nächste Ernte kommt, würde das Ding mehr als 100% voll sein. Da wette ich drauf. Vor allem, weil hier halt auch die Tools drin liegen, ne? Die Tools liegen hier drin, die Klamotten liegen da drin. Ja. Herbs liegen da drin. Das passt alles so. So, das Ding ist leer. Also, was hier die Remove-Dinger angeht, jetzt müssen die halt noch das Zeug entschleppen. Okay, da kommt sie mit Holz. Perfekt. Jupp. Da kommt der nächste mit Holz. Das passt. Wir ziehen das Ding dieses Jahr noch hoch. Das müsste eigentlich hinhauen. Es ist ja gerade mal Early Spring. Und das Ding, 22% haben wir schon. Die müssen ja erstmal nur die Ressourcen erst daran schleppen. Und dann ist eigentlich okay, dann läuft das. Dann rollt der Rubel quasi. Guck, die nächsten 9 Loks, die nächsten 18 Loks, die da kommen. Perfekt, perfekt, perfekt. Zack, zack. Da kommen noch welche, die Zeug anschleppen. Zack, zack. Zack, zack. Holz ist damit voll, 6 Steine brauchen wir noch. Die kriegt jetzt, die schleppst du wahrscheinlich, ha? Jawoll. So, 2 Bauarbeiter brauchen wir da noch. Haben wir die gleich eingestellt als Bauarbeiter? Jawohl. Und die ziehen das hoch. 54% haben wir, 60, so 60 Mal müssen wir mit dem Hammer drauf kloppen quasi. Und dann haben wir so ein Ding. Und hier 1%, ja, da wächst wieder so ein bisschen was. Ist ja erst Frühling, da müssen erst noch die Bienen rumschwirren und so. Das wäre halt noch geil, wenn man so im Imker noch aufbauen könnte, ne? So ein paar Bienenkörbe und so, dass man doch Honig kriegt für irgendwas. Dass man vielleicht auch Bäcker baut, dass sie da auch wirklich Brot machen oder aus dem Zeug, was man halt erntet, dass sie noch irgendwas draus machen zu essen, weißt du? Oder dass man da irgendwie auch noch so aus dem Fleisch, dass es irgendwann noch brät oder räuchert oder pökelt oder so, weißt du? Dass man da noch was Leckeres draus macht. Aber das machen die vielleicht selber, das weiß ich gar nicht. Kann natürlich sein. Es war ja damals, gab es halt nicht so große öffentliche Bäckereien, wie das heute ist. Da haben die das ja eher dann zu Hause tatsächlich doch gemacht. Haben sich halt den Weizen gekauft oder gleich das Mehl von der Mühle. Das Wasser, ne, da bist du an den Fluss gegangen oder an den Brunnen, weißt du. Eier hast du bestimmt auch irgendwo hergekriegt für einen Teig und dann hast du da halt die Brote selber gemacht. Das war halt nicht so wie heute, da hast du das alles noch selber irgendwie hingedeichselt gekriegt. Eigentlich haben die ja auch teilweise ihre Klamotten selber gemacht, ne. Also wüsste ich jetzt jedenfalls so, dass die halt ihre Klamotten noch selber gemacht haben und alles. Aber okay, ist eigentlich auch egal. Ist eigentlich vollkommen egal. So, 9%, 8%, 2%, 5%, 3%, 6%, 6%, 7%, 8%. Na, das läuft doch alles super. Von daher geht da ja nichts schief soweit. 2888 Essen haben wir noch, das ist natürlich auch super. 66% noch, macht nichts. Bei der nächsten Ernte wird das Ding voll, deshalb bauen wir den zweiten. Bisschen was wird eh in den zweiten kommen, weil die Felder sind wohl näher dran an dem als an dem. Gerade hier die Pflaumenfelder, wo jetzt schon doch wieder gut was gewachsen ist. Die Pflaumen werden wahrscheinlich hier rein, dann da reingekracht. Müssen wir gucken, bevor die Pflaumenernte losgeht, dass wir gleich einen Brauer einstellen, ne? Dass er sich da gleich die Pflaumen rausklaut, in Anführungsstrichen. Das wäre nicht schlecht. Es sieht aus, immer noch 8 Schulkinder, aber wieder 5 Kinder normal. Ist also wieder eins dazugekommen, tatsächlich. Ja, hier, der Leonidat.
Und Linwoodruff auch. Das ist okay, das passt. 38 Einwohner, also Erwachsene haben wir jetzt. Das ist super. Oh, das Ding ist sogar gleich fertig. Sehr gut. Ist eher fertig, als ich gedacht hatte. Ich hatte gedacht, es wird erst Sommer fertig. Also so später Sommer dann. So kurz vor der Erntezeit. Aber guck dir das an, ist fertig. 99%, einmal müssen sie noch fertig. Pam, passt, perfekt, super. Da könnte dann halt das Leder und die Klamotten können halt auch da dann direkt rein, weißt du? Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Wie sieht's bei euch aus? Okay, haben ein bisschen weniger als letzte Saison eingefahren. Also als vorletzte. 1080 Fleisch. Boah, was die jagen, ist der Wahnsinn. Das ist echt übel. Gut, da würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche wieder. Ich mache jetzt tatsächlich öfters Bändestand auf Sonntags 20 Uhr. Ne? Ist mir selber aufgefallen, ich weiß. Wo ich schon überlege, aber vielleicht einfach Samstag, Sonntag 20 Uhr einfach wieder regulär Bändest machen. Das kann man ja tun. Das ist ja nicht das Problem. Aber da muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich mache das auf, was ich Lust habe. Ne? Von daher, wenn man da Sinn nach Bändest steht, dann mache ich halt Bändest. Das ist ja eigentlich, das ist ja kein Problem. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ja, wenn wir da ein Röntchen, wie sieht's denn hier aus eigentlich? Ja, das sieht auch gut aus. Wenn wir da wieder ein Röntchen, ja, wenn wir in der nächsten Folge wieder ein Röntchen Bändest spielen. Logischerweise. Wäre komisch, wenn nicht, ne? Von daher, ich wünsche euch eine schöne Woche und tschüss.